Guten Tag. Ja, herzlich willkommen zurück bei Hellblade, Senua's Sacrifice. Ja, wir sind hier irgendwo am Strand. Mit mir, von mir, Gameplay als Hobby. So, jetzt haben wir es. Das war jetzt irgendwie eine komische Vorstellung. Entschuldigung, das habe ich schon besser hinbekommen. Wer den letzten Teil gesehen hat, weiß, um was es geht. Wir gehen jetzt auch mal zu diesem Baum, wobei ich sehr bezweifle, dass es der Baum aus ihrer Heimat war, wo es Dylan getroffen hatte. Außer, das ist auch alles nur Einbildung. Ich weiß es nicht. Da unten haben wir, glaube ich, bestimmt noch so eine Rune. Das sieht nämlich irgendwie so danach aus. Das. Oder auch nicht. Das ist wohl einfach nur so ein Schiffsgrab. Von den Nordmännern. Nach links geht es auch. Ja, geradeaus können wir erst gar nicht. Also wir müssen dann wohl nach links. Da. Das da hinten hat einen weißen Kringel. Ich kann es jetzt nicht euch zeigen hier am Bildschirm. Es geht nicht. Aber genau in der Mitte des Bildes so gesehen. Wenn da so ein weißer Kreis ist, dann ist da meistens irgendwie eine sprechende Rune. Das hatte ich jetzt auch gedacht, aber der Kreis ist nicht so hell. Wir gucken trotzdem mal, aber nee, hier ist nichts. Ja, wir laufen hier immer noch ohne Schwert rum, ne? So, was hat uns diese Rune wieder zu erzählen? Sigmund's sister trades ships with a sorceress. And in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless. And so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured and Siggeir has them buried alive. Oh, lebendig begraben ist natürlich heftig. Das ist nicht so ohne. Hier sind lauter Schiffsgräber. Ich finde diese Muster ja immer so wunderschön. Das ist echt klasse. Das gefällt mir. Die haben ja schon so einen guten Sinn fürs Detail gehabt hier bei der Spielentwicklung. Muss man schon loben. Und die haben es echt gut umgesetzt. Die Effekte und sowas. Und dieser Kontrast zwischen wie hat eben im letzten Teil echt klasse hingekriegt. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth, that she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says. And walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Wir haben doch gar keine Rache im Herzen, oder? Wir wollen doch lediglich, so gesehen, unsere Liebsten befreien und nicht rächen. Denke ich jedenfalls. So hab ich das zumindest verstanden. Wir müssen logischerweise da hoch zum Baum. Guck mal, hier geht's auch wieder lang. Aber da sind wir wieder am Anfang so eigentlich, ne? Komisch, habe ich vorhin nicht gesehen, dass man hier durch kann. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Mal schauen, was noch hier so auf uns zukommt. Was hier jetzt schon wieder gleich passiert. Ach, jetzt ist der Weg hier frei, oder was?
Nee, jetzt nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, hier war ich doch noch nicht. Aber nee, hier passiert auch nichts. Okay, hiermit kann ich nichts machen. Gut, dann gehen wir mal, ich würde mal sagen, in den Baum. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Ach, ein Schwert. Das ist mein Schwert jetzt. Bekomme ich um. Okay. Das heißt, muss ich da jetzt nochmal rein oder gehe ich jetzt einfach nur zu den Wurzeln, also genau zu diesen Dingern da? Okay, ich muss also erst die Splitter wahrscheinlich holen. Gut, gut. Ja, dann fangen wir mal an, oder? So, das hier ist am nächsten, dann fangen wir hier also an. So, toll, ich habe Prüfung gemacht. Ach so, jetzt erkenne ich es ja, das soll ein Schwertsplitter sein. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrfing. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary. Inevitable. It's as if we conspire to hide death. Because we have no. Ich muss mit sicher dem Faden folgen. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones. Und wie immer schauen wir erstmal rum. Then comes the reckoning. Da. Da haben wir noch mehr Geschichte. Zum Zuhören. Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Hervor, the daughter of a berserker, born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrfing.
Die Geschichten scheinen wohl mich sie anzusprechen, die ich hier spiele. Weil genau das hat sie ja auch alles gemacht. Sie hat sich das Kämpfen selbst beigebracht und sowas. Erst nach dem Tod des Vaters irgendwie zum Krieger aufgeschwungen. Kriegerin. Von daher könnten die Geschichten auch alle eingebildet sein und sie spinnt sich die selbst nur zusammen. Bin gespannt, was ich für einen Test machen soll, weil ich habe ja kein Schwert mehr, um mich irgendwie zu verteidigen, falls jetzt Gegner kommen sollen, als Test. Wenn das wieder so ein dämlicher Test ist, so von wegen, ich muss irgendwelche Runenzeichen finden in der Umgebung, das wäre natürlich blöd. Das wäre echt langweilig. Und dann gehen wir mal ins Grab wieder. Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Über links oder rechts rum? Ich wusste, dass ich die Dinge anzünden kann. Das kann ich nicht anzünden. Hervor disguises herself as a man to join a band of warriors. And soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires, as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Guck mal, das, da ist sogar, ich sag jetzt mal, wie so ein Schwert reingeschnitzt. Oh, rennen geht nicht. Ich kann nur langsam laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich verteidigen kann mit der Fackel. Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. She has to keep going. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, no one can save you. It's too scary. Hey. Da ist nochmal so ein Stein. Warum ging der denn jetzt auch die Fackel an, als ich die hier angemacht hatte? I can hear him. Within the burial mound, Hervor calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons.
Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Ich habe die Ähnlichkeit auch schon erkannt. The voice is getting louder. Listen, Dillian. Listen, listen, listen. It's him. Listen. It's getting louder. There he is. You're getting closer. Keep going. Send will follow the voice. Was ist mit den anderen Wegen? It's him. He's going to save you. Blöd, dass ich nicht rennen kann. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückrennen und gucken, was passiert, wenn ich in die andere Richtung laufe. Ich bin ja jetzt so gesehen nicht die ganze Zeit nach links. Was passiert, wenn ich hier lang laufe? Find another way. It's not working. You have to use your mind. Where can you go? You're failing. Find another way. Ach so. Focus. Hä? Use your mind. Where's he gone? He's disappeared. You let him slip through your fingers once again. Think clearly. You have to find another way. Okay, ich bin so ein bisschen wieder zurückgekommen. Hier war ich ja jetzt eben gerade. Das heißt, ich habe gerade die ganze Zeit per Zufall. Within the burial mound, Hervor calls on her father to wake from death. Das heißt, ich habe gerade die ganze Zeit per Zufall schon den richtigen Weg gefunden. It is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. Ja, ist ja gut. It is dangerous to wake the dead. Hör auf zu quatschen, ich musste schreien hören. She reminds me of you. Das ist ein anderes Schild. Oh, es wird schon lauter, ja. Ich glaube, wir sind richtig. That voice doesn't sound like Dillian. What's happening? Quiet. It's not him. He wants me to find him. I'm lost without him. Oh, ihr verschwimmt schon wieder alles. That doesn't sound like Dillian. It sounds like Sinan. What's in there? What is it? A secret room. It's not Dillian. Ja, die stimmen jetzt nicht mehr. Da waren wir ja wohl schon. Da ist rot. Nee, da waren wir noch nicht. Wollen wir da ran? Kann ich nicht anmachen, nein.
Geh mir mal hier rein. Ich denke mal, ich muss sowieso hier lang. Dillian wants me to face my fears. Schon wieder eine Errungenschaft. Escaped. Macht man denn sowas? In der Dunkelheit mal die Fackel ausmachen? Tief irgendwo drin, wo du es sonst nicht mehr rausfindest? Ich mach mich mal aus. Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. Wir gehen hier nach auch weg. Wir sind bei 20 Minuten angekommen. It's the darkness. It's speaking through. No, Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy? The chief and son. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing no. inside you, no. they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come, Senua. No! I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Hey, wir sind wieder zurück. Hallo. Okay, ich würde mal sagen, die erste Prüfung haben wir geschafft. There's more. There's more. More, more, more. It's not going to be easy. Keiner sagt, dass es leicht wird. So, Pause. Okay, wir sind bei 23 Minuten. Das war's wieder mit diesem Teil. Und ja. Ja, ein bisschen unheimlich war es schon. Also ich weiß nicht, wie ihr mit zuguckt eventuell, ob ihr auch Kopfhörer anhabt. So wie ich es gebeten hatte, ganz am Anfang beim ersten Teil, beim Intro so gesehen. Da wird es ja auch angezeigt, man sollte Kopfhörer tragen. Vom Spiel selber aus wurde es gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber dann kommt es wirklich viel intensiver rüber. Das ist nicht so verkehrt. Ist schon cool, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher schon mal und dann dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo, falls ihr natürlich nichts weiter verpassen wollt. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Teil wieder oder bei einer anderen Let's Play. Ja, das war Hellblade: Senua's Sacrifice mit von Nöher Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.